The second plague, frogs. So, und wir starten die zweite Plage. Das sind denn Frösche. Hey, Kermi. Okay. Okay. Ribbip, ribbip. Was haben wir jetzt? Okay. Aha, okay, 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 fein, fein, fein. So, also scheinbar müssten wir über die Rosenblätter, über die Seerosenblätter zum Stein hüpfen, wie wir es ja gerade gesehen haben. Und wir probieren es mal einfach aus. Ha. So, das war natürlich kein Zufall, sondern ich habe es 1 Million Mal probiert und der Benny hat es euch einfach im Schnitt etwas erspart. Die epischen Fails. Yay! Okay, let's do it. Und wir probieren es. So. Yeah, wir haben es geschafft. Und wir haben einen Frosch. Hey Frosch. Und wir haben irgendwas Froschiges freigeschaltet. Cool. Okay, alles klar. Was haben wir denn noch? Hey David. Sieht einfach so krass aus. Ah, na, alles klar. Alter, das wirft echt Fragen auf. Was? Alter. Okay, soll ich jetzt versuchen, den Frosch zu fangen hier, oder? Nein, Kuppe, Alter. Das machen wir nicht. Das machen wir jetzt nicht. Nee. Wir gehen mal rein. Ah, Gérard. Hallo, Gérard. Und? Was? Ja, einen Schlüssel darf ich den haben? Gib ihn mir bitte. Alter, was? Nein, Mann. Nein. Nein. Wieso? Ja, was? Du hast doch gerade einen Schlüssel gefressen. Muss reichen. Okay, was, du willst jetzt Salat haben, oder was? Ach, nee, das gibt's doch gar nicht. Was stopft ihr euch hier alle in den Mund, Leute? Na, Schwesterherz? Kann ich den haben? Was soll das sein? Ist das was, eine Flöte oder was ist das? Okay. Oder? Kann ich nehmen? Nee, tatsächlich nicht. Ich muss erst irgendetwas für die junge Dame finden. Ach du Scheibenkleister. What is the right way? Sieht erstmal gut aus. Nicht schlecht aus. Gar nicht. Und auch das ist in 1000 Versuchen für euch schön geschnitten worden. So, okay. Wir haben schon 2 Frösche. Wir müssen anscheinend Frösche sammeln. Wir müssen Frösche sammeln. Hey, Großmutter. Eine Kerze können wir die nehmen? Ja, wir können die Kerze nehmen. Das ist schön. Und wir haben die Schale. Okay, sollen wir jetzt Gérard etwas zu essen machen? Vielleicht einen kleinen Salat? Und dazu einen Froschschenkel?
So, Omi, was ist, Okay. Okay, wir sollen anscheinend eine Froschsuppe machen. Kann ich jetzt hier einfach... Nope. Und sie will noch zwei Frösche haben. Okay. Gut, zwei haben wir schon gegeben. Zwei will sie noch haben. Gucken wir mal weiter. Gehen wir hier durch. Ah ja. Etwas Holz. Dann können wir ein bisschen Feuer unterm Kessel machen. Oh, was haben wir hier? Einen Riemen. Einen Gürtel. Ah! Damit können wir doch bestimmt zu David. Was ist das? Ah! Okay, dann probieren wir das mal aus. So. Anschluss. Anschluss. Yeah! Ach, und hier haben wir eine Froschflöte. Okay, eine Froschflöte. Dann gehen wir doch mal zu unserer Schwester und sagen, bitteschön. Und, spielst du uns jetzt was? Hä? Oh, okay, okay. Ah, wir sollen also seine Quake da oben nachspielen. Okay, wir können anscheinend zwei Arten von Tönen. Einmal den tiefen Quarkton, diesen, und dann den hohen. Okay. Na dann. Okay. Und nun haben wir den Frosch bekommen. Mann, die sieht doch wirklich fertig aus irgendwie. Na, da spricht doch Lebensfreude aus deinen Augen. Und deshalb, Schwester Herz, lasse ich dich mal alleine. Viel Spaß. Tschüss. So, wir wollen zu David. Weil dem, bevor ihn der Frosch in den Schlüpfer springt, werden wir mal sagen, Gürtel rum, mein Freund. So, und jetzt zeig mal nochmal deinen tollen Trick. Ja, hoppala. Cool. Und wir haben die beiden Frösche. Denn auf zur Oma, die uns hoffentlich ein köstliches Froschragout zaubern wird. So, können wir denn jetzt sagen? Holz? Fantastisch, können wir es anmachen? Yes! Froschi Frosch. Und Froschi Frosch. Na dann, leg mal los. Heute koche ich, morgen brauche ich. Und? Das wird ein köstliches Süppchen. So, kann ich jetzt hier schon sagen, Chalet. Und wir haben Froschsuppe. Es ist also kein Salat gewesen für Gérard, sondern es ist eine Froschsuppe. Das ist ekelhaft. So, na dann, bitte. Ja. Oh, schmeckt gar nicht so toll, oder? Ja, Schale, bitte. Oh nein, ihr kotzt rein, oder was? Oh nein, nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Ich meine, die Alternative ist auch nicht toll. Na, ist das wirklich. Na, gib schon her. Das ist wirklich ekelhaft. Toll, danke, Onkel. Danke, danke. Ja, Paradise ist wirklich eine ganz bezaubernde Insel. So, hat Oma noch was zu sagen? Your mother used to sing you lullabies. Okay. Hoffentlich nicht mit der gleichen Stimme, wie du gerade gesprochen hast. Hoffentlich. Achso, ja, genau. Hier. Bumm. Und. Please open it. Ah, und hier ist der schwarze Cube. Oh, kriegen wir jetzt hier ein Wegenlied von unserer Mutter. Okay. Überhaupt gar nicht unheimlich.
So, schwarzer Würfel eingepackt. Und dann gehen wir doch mal hier in diese, wie nennt man diese, so eine Art Haus eigentlich? Hier so Schrein, Heiligtum? Wir gucken. Aufgemacht, Würfel rein, zugemacht und abgetaucht. Und damit haben wir die Froschplage beseitigt. Yeah! Was kommt als nächstes? Tatsächlich weiß ich jetzt ja nicht, was das für eine Plage ist. Irgendwie. Krankheit? Nee, Krankheit wird wahrscheinlich das sein oder so. Was soll das sein? Flucht? Wahnsinn? Who knows? Finden wir es heraus!